Was aussieht wie eine unscheinbare Styroporbox, ist Spitzentechnologie und gleichzeitig Hoffnungsträger. Darin werden die Impfstoffe gegen das Coronavirus transportiert. Wir nehmen Wasserdampf und schäumen das Produkt auf und haben Form und bringen das Produkt in Form. So können wir es dann nutzen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die Anforderungen an die Boxen und ihr Kühlsystem sind enorm. Monate der Forschung und Entwicklung waren nötig, bis das Verpackungsunternehmen Schaumaplast Reilingen in ihren firmeneigenen Klimakammern die sicherste Kombination aus Box und speziellen Kühlelementen gefunden hatte. Der Temperaturbereich hängt davon ab, welcher Impfstoff ist es denn? Auf welchem Distributionsweg sind wir denn? Sind wir auf dem Weg zum Patienten, Kühlschranktemperatur, oder sind wir auf dem Weg ins Lager, minus 70 Grad? Und diese Anforderungen müssen eben in den Klimakammern, wie sie hinter mir zu sehen ist, nachgestellt werden. Auch bei sommerlichen Außentemperaturen müssen ja die minus 70 Grad zuverlässig und sicher gehalten werden. Die speziellen Isolierbehälter werden mit Trockeneis befüllt. Der minus 70 Grad kalte feste Stoff verdampft ohne Rückstände und entwickelt dabei die Energie, die für eine sichere Kühlleistung für mindestens 5 Tage sorgt. Das Besondere an dem Kühlsystem ist der modulare Aufbau. Das heißt, Sie können die gleiche Grundbox für unterschiedliche Temperaturbereiche und damit auch für unterschiedliche Impfstoffe verwenden. Und das ist die Besonderheit. Schon die Jahre zuvor hatte das Reilinger Unternehmen viele wichtige Erfahrungen sammeln können, zum Beispiel im Transport von Medikamenten. Eine Box mit ganz speziellem Aufbau, besonderem Schaumstoff und einer Kühlflüssigkeit, die dosiert Kälte abgeben oder zwischenspeichern kann. Genau das benötigt der Corona-Impfstoff.